Gut, ihr lieben Makerlein, ich hoffe, es geht euch genauso gut wie mir und ihr schwitzt euch nicht so kaputt hier zwischen den ganzen Druckern und in dem warmen Büro wie ich. Aber das nächste Teil für den Tilt-Head ist fertig geworden. Genauer gesagt für den Flex-Tilt-Head. Ihr seht, ich habe ja gesagt, das drucke ich zum einen in dem Slippy Ruby irgendwas rot von 3D, von KVP. In dem PETG mit Glitzer. Ist jetzt allerdings da nicht ganz so schön geworden, weil wenn man jetzt hier oben genauer hinguckt, da sind ein paar Einschlüsse in der Oberfläche. Da oben auch. Das ist eben erst fertig geworden. Also just im Moment. Ich hatte schon mal bei der ersten Aufnahme, hatte ich gedacht, okay, ich gehe mal gerade rüber und ziehe es mal raus. Ist leider nicht auf der Kamera drauf, von daher tut es mir leid. Dafür kriegt ihr ein paar Aufnahmen, okay? Genau. Das zweite Teil habe ich gestern noch gedruckt gehabt. Das ist das hier. Und jetzt kommt auch wirklich nur noch, ich glaube, solche Teile hier, die dann 2 Stunden brauchen oder so in Richtung. Das hat jetzt 4 Stunden gebraucht, aber auch nur, weil ich es wirklich mit 40% Infill gedruckt habe und extrem langsam. Ja? Damit es, also das heißt extrem langsam, aber die ersten 2 Schichten habe ich extrem langsam gedruckt, weil großes Teil und es soll natürlich entsprechend gut halten. Genau. Dann sind gestern Abend diese Teile fertig geworden. Und wer die letzten Vlogs verfolgt hat und aufmerksam zugeguckt hat, wird wissen, was das hier ist, nämlich die Kerne für die Filamentspulen. Da habe ich jetzt eben in der ersten Aufnahme schon mal entsprechend den Support hier aus den Löchern rausgekramt, weil das wird ja quasi so gedruckt. Und dann ist hier unten ein bisschen Support drin, den habe ich jetzt hier auf der Werkbank noch verstreut liegen. Und was damit passiert, ist ganz einfach, da kommen diese Stahlstangen und die werden dann hier so reingesteckt, dass man dann quasi hier so einen Maiskolben auf der Stange hat. Nein, Quatsch. Dann kommt dann da die Filamentrolle drauf und dann kann das Ding später drehen. Der Downer ist nur, dass hier vorne seht ihr diese Einsparung, ja, und da passt halt leider Gottes das Kugellager nicht rein. Das ist einfach viel zu groß, ja. Also ihr seht, ich halte die mal nebeneinander. Genau, das Kugellager ist leider viel zu groß. Es geht nicht rein, ja. Das ist ein bisschen ein Downer, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt brauche. Ich glaube, es passt auch vom Platz her nicht hin, weil dann komme ich nicht mehr in die Halterung rein. Muss man gleich mal gucken. Wir gehen gleich mal rüber und checken das mal. Jedenfalls, ich habe 5 mittlerweile von den Teilen da. Und da ist auch gleich ein Vorteil, der mir gestern nicht eingefallen ist, von der MMU im Vergleich zur Palette. Die Palette kann 4 Farben, die MMU 5. Das heißt, ich könnte auf der MMU auch 4-farbig drucken plus ein Supportmaterial. Wäre ich auf jeden Fall, glaube ich, eins besser aufgestellt. Das ist aber auch bis jetzt der einzigste Vorteil, der mir eingefallen ist für die MMU an sich. Falls euch noch was einfällt, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Noch ein Hinweis, falls ihr gerne was Spezielles wissen wollt, was entsprechend man mal vergleichen kann, Palette versus MMU, schreibt es auch mal gerne unten in die Kommentare rein, denn es wird noch ein Vergleichsvideo geben. Und dann kann man das mal mit abfrühstücken. Genau. So, stecken wir die mal rein. Hört sich irgendwie schweinzig an, oder? Reinstecken. Ja gut, egal. Drehen sich aber alle recht flüssig und wunderbar. Und ich würde sagen, ich baue die Kamera um und wir gehen mal rüber zum Drucker und montieren die Dinger da einfach. Ja, ihr seht, ich habe die Kamera umgebaut und ich bin jetzt einfach mal so dreist. Während der da unten noch druckt, nehme ich mir jetzt hier oben erstmal die erste Rolle. Baue die hier so durch, ja, dass man hier quasi in der Mitte den Kern hat. Und dann stülpe ich die da so drüber. Und ta-ta-ta-ta, schon kann die Rolle einwandfrei drehen. Das ist echt geil. Denn jetzt haben wir hier nämlich entsprechend 5, es passt genau auf den Tisch drauf und wir haben 5 Rollen direkt nebeneinander. Finde ich echt mega cool. Das nächste, gleich mit der nächsten Rolle. Ja, passt auch rein. Jetzt muss man nochmal gucken, dass das da reinpasst. Ja, passt auch, läuft. Das einzigste, und da finde ich es ein bisschen merkwürdig, eigentlich an sich. Wenn ich mir jetzt mal hier den nächsten Kern nehme. Das passt nicht in die Rolle rein. Nicht in die Inkryon. Also es ist die Inkryon-Rolle und ihr seht, der Durchmesser ist ein bisschen zu dick. Es passt nicht ganz rein. Das ist ein klein bisschen ein Downer. Falls das jemand von Inkryon sieht, vielleicht könnt ihr bei der Spule noch mal ein bisschen den Innendurchmesser entsprechend vergrößern, damit auch solche Kerne durchpassen, damit es standardisiert ist. Wäre echt eine super Sache, würde mich freuen. Denn dann kann man es nämlich auch auf dem Prusa
mit der MMU verbrauchen oder benutzen. So. Die hier packe ich mal da rechts rüber. Und das habt ihr schon richtig gesehen. Das ist KVP ABS in Voronrot. Ja, ich habe noch ein bisschen was vom Voron übrig. Und nein, ich gebe sie nicht her. Nein. Könnt ihr knicken. So, und dann sind wir so dreist und klauen uns den da drüben einfach mal. Blub, ab durch. Und schon kann er gucken. It's that easy. Und schon ist hinten dran alles aufgeräumt, wir haben Platz. Wir können jetzt den Spulenhalter da hinten dran einfach entsorgen. Oder was heißt entsorgen, aber entsprechend ausschlachten für Kugellager und was weiß ich alles. Und der Drucker kann trotzdem ganz gemütlich weiterdrucken. Und damit sind wir dem Enclosure 2.0 schon mal ein gutes Stück näher gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Abschließend gibt es noch mal ein bisschen B-Roll vom Filamentspulenhalter. Wir sehen uns morgen. Bleibt gesund. Bis dahin. Happy Printing.